Hallo YouTube, wir sind wieder da. Es ist gespeichert. Bis jetzt läuft alles gut. Das sehe ich genauso. Aber dir auf dieser Mission drei Andromedons vorzusetzen, ist schon fies. Drei Sektopoden wären fieser. Oh ja. Das heißt, wir haben nach den Gegnern noch zwei. ...71%. Klatsch du da mal eine Säurebombe rein. Tatsächlich getroffen. Aber auch nicht wie angezeigt den oberen mit, sondern nur den unteren. Das macht aber nichts. Weil wir stehen hier eigentlich ganz gut, weil er muss den Umweg gehen hier außenrum, wenn er uns erreichen will, weil wir eben die Brücke noch nicht runtergeklappt haben. Und das werde ich natürlich auch beibehalten. Ja. Wir machen das schön, ganz entspannt. Die Vipern kommen auch nicht rüber. Die können natürlich, könnten theoretisch jemanden von uns rüberziehen. Aber ich weiß nicht, machen die das? Ich glaube nicht. Hier ist überall nur halbe Deckung. Und ich sehe den da oben einfach nicht. Hier würde ich ihn sehen. Dann gehen wir nochmal dahin. Seelenfeuer ist jetzt wieder so eine Sache, ne? Leere Spalt. 3 bis 6 Schaden. Aber da kommen ja noch diese ganzen Zusatzeffekte hinzu. Leere Spalt geht, war weshalb jetzt genau nicht? Weil ich ihn in der Wand platziere, oder was? Können wir den irgendwie cooler platzieren? Warum geht das nicht? Geht das echt nicht, weil ich... Schade. Den kriege ich nicht ordentlich platziert. Hier oben würde ich ihn wahrscheinlich platziert kriegen. Vielleicht. Hier. Ich meine, falls der da oben krepiert, können wir den unten mit Mimatora ausschalten und den Andromedon lassen wir sowieso erstmal kommen. Dann wird der leere Spalt schon ganz schön verschwendet. Und der... Oh, Menno. Die Nullanze ist noch im Cooldown, leider, ja. Ich weiß nicht, ob wir uns den Andromedon in dieser Runde schon wirklich zwingend krallen müssen. Weil von da drüben, bin ich fast sicher, kann er keine Säurebombe rüberschmeißen. Und auch wenn er hier außen rum geht...
denke, wir haben in dieser Runde vor dem Andromedon zumindest säurebombentechnisch nichts zu befürchten. Glaube ich. Wir hätten da natürlich auch noch den Kollegen. Da kriegen wir aber entweder die Vipern rein oder den Andromedon. Aber nix, ist sich nix beide. Geht sich nix. Den Axtwurf hätten wir auch noch. Du siehst nur den einen. Das ist auch irgendwie kacke. Können wir das nicht... Ich klumpe gar heftig. Wenn ich jetzt da hingehen würde, wo ich aber tatsächlich sehr zu tendiere, um ehrlich zu sein. 62 ist halt echt mies. Verdammt Scheiße. Achso, der kriegt ja eh Schaden. Der kriegt ja eh Schaden. Vom Säurebrand. Das heißt, der ist eh weg da unten. Um den muss ich mich gar nicht kümmern. Ich, alter Kacknoob. Toll, aber den oben, weißt du, den würde ich dann von hier mit der Pistole treffen. Aber auch mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit, weil erhöhte Position und so, das ist alles ein bisschen kacke. Wir könnten den Schattenfall einsetzen. Garantierter Treffer. Würde uns das weiterbringen? Ich glaube nicht. Also, wenn wir den Andromedon in Stase versetzen würden, dann müssten wir irgendwie sicherstellen, dass wir den da oben tot kriegen, weil ich habe keine Lust, dass der irgendwie anfängt und probiert, Leute rüberzuziehen. Das heißt, ich hätte die Viper, ehrlich gesagt, schon gerne umgeholzt. Frage ist mit Mimatore. Ich komme mit dem Kletterhaken hier hin. Ich würde gern hier hoch. Ich würde so gern hier hoch mit dem Kletterhaken. Scheiße. Ich glaube, von hier hätten wir auf jeden Fall eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit auf den hier oben, aber würden auch nur durch Truppsicht treffen und somit könnten wir zum Beispiel schon mal Schnellfeuer nicht einsetzen. Allerdings würde wahrscheinlich ein Schuss mit dem Scharfschützengewehr auch ausreichen. Ja, und wenn eine Viper überlebt, bekomme ich vielleicht Gift ab. Heftiger Schuss. Mimatora hat keinen heftigen Schuss. Ja, nee, genau. Schussserie auf den Andromedon. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin gerade echt... Wir haben hier nach noch zwei Gegner. Ich überlege echt... Ich weiß es nicht. Einfach die Blasterbombe reinzuholzen, dass da Ruhe ist.
viel Schaden wären das denn auf den? 8 bis 10. Ach, ist alles Kacke. Können wir vielleicht... mit der Blasterbombe... den Andromedon treffen und hier dem der Viper oben vielleicht die Rüstung weg... hauen. Ich sehe hier gerade natürlich gar nichts. So. Liebe Blasterbombe. Ich glaube, das wird nichts. Nee, da wird nichts. Nee, das Seelenfeuer wäre eben kein Safe-Kill. Weil das 6 bis 8 Schaden zwar macht, aber es müsste halt ein 8er-Hit sein, ne? Wir bräuchten den Max-Roll beim Schaden. Und wir hätten dann im Zweifel nicht mehr die Stasis. Nein, Mann, nicht auf den. Und auch nicht auf die Viper. 80% mit dem Axtwurf. Das wäre noch das Nützlichste, wenn wir mal ehrlich sind, was Luftschuss in dem Zug anrichten könnte mit dem Axtwurf. Ich will jetzt nicht irgendwie mit dem Rage-Sprung rüberhüpfen oder so. Ich glaube, das wäre uncool. Ich glaube, das wäre uncool. Boah, Alter, wie lange man an so einem Zug rumüberlegen kann, das strengt voll an. Du könntest vielleicht der einen Viper mit der Blasterbombe den Boden unter den Füßen wegsprengen, ja. Ich glaube, kurz gesehen zu haben, dass du Viper und Andromedon in die Blasterbombe reinbekommen hast. Habe ich das? Das sah mir auch gerade so aus. So? Ja, ne? Kavoms! Ja! Nicht raus, sonst triggerst du noch eine andere Truppe. Ja, das habe ich mir in dem Moment dann auch überlegt. Aber gut, die Blasterbombe hat absolut ihren Zweck erfüllt. Die Viper ist in der nächsten Runde tot. Und den Andromedon, dem können wir jetzt eigentlich eine reinballern. Mimatoris bei 91%. Pass auf. Dann nutze ich doch jetzt einfach das Seelenfeuer, den sicheren Hit. Dann kann er nämlich eh keine Säurebomben mehr werfen. Okay. You see that? Ja. Ach scheiße, den anderen kann ich ja mit Schnellfeuer gar nicht angehen, weil wegen Truppsicht und so.
13 bis 15. Könnte klappen. Gucken wir doch mal, ob Mimatori ihn rausnehmen kann mit einem Schuss. Nein! Aber er brennt. Alles gut. Ah ne, Heckverteidigung verringert. Ja, der macht halt nichts kaputt jetzt, ne? Der weiß gar nicht, was er machen soll. Da drüben. Vollkommen überfordert. Sehr gut. Boah, jetzt ewig lang rumüberlegt. Und gut, dass Legilas aufgepasst hat und gesehen hat, dass wir die doch beide reinkriegen. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Offensichtlich. War das Live-LP immer hier auf YouTube oder läuft das jetzt parallel auf? Ne, das läuft nur hier auf YouTube jetzt, weil ich das YouTube-Livestreaming ausprobieren möchte. Ein paar Wochen. Und dann entscheiden wir, ob wir hier bleiben oder ob wir auf Twitch zurückgehen. Ich muss jetzt aber nochmal probieren. F5, hier die Brücke runterzulassen. Ach, ich muss nach vorne und dann kann ich sie runterlassen, oder was? Müssen wir mal antesten. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, was das Spiel so wirklich von mir will. So, oder können wir die jetzt einfach runtertreten quasi? Nö. Verstehe ich nicht. Mir wird aber auch, normalerweise wird einem ja zumindest dann auch unten in den, in der Fähigkeitenleiste in der Regel angezeigt, wenn man da irgendwas tun könnte. Vielleicht bräuchte ich dafür aber auch einen Spezialisten. Weiß man nicht. Vielleicht kann ich sie nur runterhacken. Kein Plan. Oder ich bin schlicht zu doof. Einmal testen wir noch. Ein bisschen möchte ich das jetzt irgendwie noch. Let's move already. Nö. Wir gehen außen rum. Ich habe keine Null-Abos. Ich lasse sie nur nicht anzeigen. So, das heißt, wir wagen uns jetzt einfach hier rüber. Gehen mit dem Andromedon mal nach hier. Und scouten wie immer. Ah, da sind die anderen beiden. Okay. Das speichern wir jetzt direkt nochmal.
Ich habe keine Ahnung, ob hier noch Verstärkung kommt. Auf jeden Fall, wenn das Thema durch ist, dann haben wir es. Dann haben wir es. Kann auch sein, dass das extra von den Map-Designern gemacht wurde, um deinen Weg zu leiten. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich hatte recht, Codex und Archon. Okay. Puh. Ich glaube, der Andromedon ist tot, wenn ich ihn nicht in Deckung bringe. Wenn man mit Loha noch die Stasis. Ich tendiere in der Tat. Dazu den Codex in Stase zu versetzen. Ach scheiße, das kostet uns einen Move, ne? Verborgenheit, oder? Leere Spalt könnte man auch drüber nachdenken mit Loha. Stimmt, den haben wir ja noch gar nicht. Den haben wir ja noch gar nicht genutzt. Dieses mächtige Instrument. Da kriegen wir auf jeden Fall auch beide rein. Wir müssen natürlich auch immer noch ein Auge haben auf hier Freund Schnürschuh. Der hat zwar nur noch einen Lebenspunkt, aber der kann trotzdem immer noch genau den gleichen Schaden anrichten wie mit vollem Leben. Also leere Spalt ist auf jeden Fall eine Option, so. Was wir natürlich auch mal probieren könnten, Rage-Schlag. Wie weit komme ich denn da? Okay, da komme ich gar nicht weit mit. Gut. Könnten wir aber... Mimatore, wo kannst du denn jetzt mit dem Kletterhaken? Das war nicht so pralle, ne? Die Optionen, die wir da haben. Nee, die sind scheiße. Die sind schlicht scheiße. Schade. Das wäre natürlich nochmal was gewesen, auf eine erhöhte Position zu kommen. Wir können aber probieren mit Mimatore einfach. Hallo? Okay, Jive. Ich glaube, mit den blitzschnellen Händen nehme ich jetzt erstmal den Andromedon da hinten raus. Dass der weg ist. Faites gaffe avant de vous approcher. So.
Ich weiß noch nicht so recht, was ich... Ja, das Kanonenfutter wird böse, sollte er sterben. Ihr habt ja schon gesagt. Vado in posizione. So, wir gucken doch mal. Axtwurf. 75, 60. Jawollo. Und er brennt. Sauber. Alter. 78%. Ja, ja, ich hau schon alles raus, was ich habe, aber das will doch trotzdem gut überlegt sein, Kinnas. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, alles wird gut. Schluss ja auf den Archon, dann wäre der platt. Wir könnten mit dem Rage-Schlag. Ist da was? Ich glaube... Ich glaube, ich packe den Codex erstmal in die Stase. Dann können wir uns jetzt in dem Zug volles Programm um den Andromedon kümmern. Und im nächsten Zug volles Programm um den Codex. I'm very protective. Weil ich habe jetzt keinen Bock, dass der... Also ich meine, der Codex könnte sich auch im nächsten Zug noch teilen. Ich habe da so ein bisschen die Bedenken, dass der sich dann irgendwo hinportet, wo wir ihn wieder ewig schlecht treffen. Das kann uns dann natürlich im nächsten Zug auch passieren, aber da haben wir dann ein bisschen mehr Optionen. Von daher probieren wir jetzt mal... Einfach unsere Waffe abzufeuern, Fragezeichen. Daneben. Così non va bene. Oh, Schreibschluss, sehr gut. Schattenfall möchte ich mir fast aufheben. Für den Codex. Aber wir können es ja einfach mal mit einer Schussserie versuchen. Einer von den Schüssen wird schon treffen. So. Genau, und jetzt macht der Codex nämlich gar nichts.
Schade, ich würde eigentlich gerne rein in den Raum. Dann hätten wir auf jeden Fall den sichereren. Ja, oder wahrscheinlich doch einen Safe Kill, denke ich mal. Ein garantierter Crit aus der Schrot tötet jeden Codex. Ja, richtig. Das sind aber nur 80%. Also Trefferwahrscheinlichkeit. Moment, das machen wir aber. Das machen wir doch ganz easy. Ich habe die Macht. Bei der Macht von Grayskull. Wupp. Gib mir einen Aktionspunkt. So, und jetzt machen wir das ganz einfach. Hallo, lieber Codex. Und schon ist er weg. So. Denn ehrlich gesagt, da hatte ich keine Böcke drauf. Dass der sich noch teilt und hin und her und tralala und hast du nicht gesehen. Das muss ja nicht sein. Der Schwertschlag, was macht der denn? An Schaden leider nicht so viel. Der Koch. Wo ist ein Koch? Hallo. Da la 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 la. Was in Position? Oh, da ist ein Loch in der Wand. Kann ich da durch? Das finde ich ja schon irgendwie cool. Das waren alle Gegner, ne? Voll riskant. Vielleicht ist ja doch noch irgendwo einer. Menace 1-5, Ziel in Reichweite. Hacken Sie jetzt die Kommandokonsole. Mach ich. Hab ich vor. Ist mein großes Ziel. Was? Ich verstehe dich so schlecht. Schwätz Deutsch. So. Das wäre cool, wenn du dem Andromedon jetzt einfach sagen könntest, dass er vom Gebäude springen soll. Ja, das wäre geil. Dass er einfach hier schön reinhüpfen soll. Tschüss. So, wir beenden jetzt einfach den Zug. Was mache ich denn hier eigentlich? Um Himmels Gottes Willen. In movimento. Dentro l'accesso. Makellos sogar geschafft, Mann. Jetzt heißt es Abschied nehmen von unserem Haustier. Wie hoch ist denn eigentlich die maximale Crit-Chance? Anscheinend mehr als 100. Ja, Infospeicher, komm. Dann probieren wir es gleich mit dem Großen. Und. Oh. Puh. Warte. Status bestätigt. Wir haben die Kontrolle über den Netzwerkturm. Das Signal wird gesendet. Was, verwundete Soldaten? Einer? Och, sag nicht, der Andromedon zählt. Och, komm. Oder hat sonst irgendwer was abbekommen? Hat doch keiner was abgekriegt? Erzähl mir doch nix. Wir sind doch nicht einmal angegriffen worden. Das gibt's doch gar nicht. Frechheit. Da wird man sich ja wohl nochmal drüber aufregen dürfen. Firebrand hat das Gebiet gesichert, Sir.
Nur geringer Widerstand. Gut gemacht, Doktor. Ja, es scheint, als würde der Resonanzimpuls den gewünschten Effekt erzielen. Shan, Status. Hat's geklappt. Advent verspricht uns, diesen Durchbruch sofort allen Bürgern zugänglich zu machen. Vom Rentner erfahren wir nun mehr. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren vertrauen wir nun auf Advent. Auf die Ältesten. Weil wir an die Möglichkeit einer besseren Zukunft geglaubt haben. Für alle. Heute wird dieses Vertrauen endlich belohnt. Advent-Friedenstruppen reisen mit dem größten Geschenk der Ältesten um die ganze Welt. Eine revolutionäre Gentherapie, aber noch viel mehr. Das Ende von Krankheiten, von Schwäche, von Schmerz. Der Beginn einer neuen Zukunft für uns alle. Ab heute. Wahre Menschlichkeit findet endlich ihren Platz im Universum. Aha. Lufti ist der neue Derp. Ich treffe zumindest nicht mit 99%. Lufti crittet nicht mit einer Crit wahrscheinlich. Der hat, beim Codex hat er gecrittet. Am Ende. Keine Chance, Commander. Könnt ihr zurückspulen, könnt ihr nachgucken. Da hat er gecrittet. Aber vorher hat er bei dem Schnellfeuer. Da hat er nicht gecrittet. Wobei ich mir da die Frage stelle, wird die Crit-Wahrscheinlichkeit da gesplittet? Das heißt, hätte ich mit einem Single-Shot 100%? Crit-Wahrscheinlichkeit habe ich mit einem Schnellfeuer 2x50, weil das ist der einzige Grund, womit ich erklären könnte, dass Lufti am Anfang der Mission bei einer Crit-Chance von 111% beim Schnellfeuern zweimal nicht gecrittet hat. Ein Illyrium-Kern, feuchte Laser, wie sie in den Anfeicher. Yay. Hallo, Commander. Hallo. Is it me you're looking for? Ich sehe eine Hello. Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ja, das freut mich. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Machen Sie das. Machen Sie das. Hey, Commander. Wir haben Illyrium-Kern. Munition. Yay, nochmal Drachengeschosse. So. Operation Leuchtender Gestank, der Missionsname, der ist super. Der gefällt mir auch gut. Also das mit der Crit-Wahrscheinlichkeit, das beschäftigt mich. Aber ihr seid... Wir sind so weit gekommen, wie wir konnten. Ja. Nun müssen wir durch ihr Portal, um das Avatar-Projekt ein für alle Mal zu beenden. Wenn wir unsere jüngsten Erfahrungen als Maßstab nehmen, sollten wir uns gut vorbereiten und ihnen alles entgegenwerfen, was wir haben. Ja, der arme Andromedon ist weg. Ich habe ihn auch gemocht. Er war cool. Er hat uns mit der Säurebombe immerhin das zweimal ist es, Commander. Es wird Zeit, dies ein für alle Mal gut geholfen. Zu beenden. Ich glaube, das ist die finale Mission, Alienfestung, Prioritätseinsatz, Operation Leviathan. Wir sind bereit für den Zugriff auf das psionische Tor. Alles deutet darauf hin, dass es uns zum Allerheiligsten der Aliens führt, zur Quelle ihrer Macht. Das ist unsere Chance, ihre Herrschaft über unsere Welt ein für alle Mal zu beenden. Fucking 29 Gegner. Das volle Programm. Archonten, Mutons, Torwächter, Andromedons, Andromedanten, schwere Mechs, Kodizes, Sektoiden, Sektopoden, Avatare. Puh. Aber an diese Mission wagen wir uns erst im nächsten Stream bzw. in der nächsten Folge. Ich habe euch mal ein bisschen geteased,
Mass Effect Leviathan DLC. Ja, der wird sein. Zwei verwundet. Achso, Lynn ist immer noch verwundet. Und natürlich Nummer 5 noch. Aber die hätten für die Endmission so oder so keine Rolle gespielt. Wir haben ganz schön viele voll ausgelevelte Einheiten. Das finde ich ganz schön cool. Gut. Dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein mit dieser Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.